Ja, also ganz wichtig ist der Code. Da kann man ganz viel nachlesen und es geht in erster Linie um die Haltungsform. Das ist den Verbrauchern sehr wichtig, dass sie wissen, wie werden die Hühner gehalten. Und immer mehr Verbrauchern ist die ökologische Haltung wichtig und dann ist eben Null die Kennziffer. Null auf dem Code steht für ökologische Haltung. Und dann ist Deutschland wichtig, dann kommt die Länderkennzeichnung und das ist eben dieses große D oder NL für die Niederlande und so weiter. So kann ich das gut erkennen, BY für Bayern, beziehungsweise 09 ist dann das Bundesland. Also wir haben Glück mit unserer Eierkennzeichnung, also mit der europaweit geltenden Eierkennzeichnung, dass auf dem Ei, auf diesem Code, den wir auf jedem Ei lesen können, ist wirklich die Information, die wir auch brauchen. Da steht die Haltungsform der Hühner, gekennzeichnet mit Null, ist beispielsweise die ökologische Haltung. Das Länderkennzeichen D steht für Deutschland, NL für Niederlande beispielsweise. Die Stallnummer, also es steht alles drauf, was wir an Informationen brauchen. Auf der Eierverpackung, auf dem Karton, steht allerdings die Packstelle. Die ist nicht zu verwechseln mit der Legestelle. Das ist noch wichtig zu wissen. Bei gefärbten Eiern aus dem Supermarkt, jetzt die Ostereier oder sogenannte Brotzeiteier, muss die Haltungsform nicht angegeben werden. Da muss ein Mindesthaltbarkeitsdatum stehen, aber keine Haltungsform. Und wenn ich jetzt als Verbraucher wirklich Wert darauf lege, zu wissen, wo die Eier herkommen, dann muss ich sie selber färben. In der Regel halten sich die gekochten, gefärbten Eier bis zu 4 Wochen. Die sollten natürlich nicht in der prallen Sonne stehen, eher kühl gelagert werden. Aber wer auf der ganz sicheren Seite sein will, der soll sie maximal 2 Wochen lagern. Also es gibt mittlerweile sicher auch Anbieter, die die gefärbten Eier regelrecht lackieren. Und wenn die Schicht, diese Lackschicht intakt ist, wenn die nicht irgendwie angegriffen ist, dann ist es natürlich nochmal ein zusätzlicher Schutz, dass sich die Eier auch länger halten. Aber warum braucht es eine so lange Lagerzeit? Also normalerweise sollten 2 Wochen nach Ostern ausreichen und Brotzeiteier braucht man nicht. Ja, also der frische Grad von rohen Eiern, den kann man feststellen, indem man das Ei in ein Glas Wasser gibt. Wenn es auf dem Boden sinkt, dann ist es frisch. Und wenn es nach oben steigt, dann ist die Luftkammer des Eis größer. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass das Ei älter ist. Man kann es auch aufschlagen auf einen Dessertteller beispielsweise. Und wenn das Eiweiß dünnflüssig ist, also ganz, ganz wasserflüssig quasi, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass es schon älter ist. Und dann unbedingt den Geruchstest machen. Ein altes Ei riecht einfach sehr, sehr unangenehm. Also wenn die Eier sehr intensiv gefärbt worden sind, dann sind sie häufig noch mit sogenannten Azofarbstoffen gefärbt. Diese Azofarbstoffe, die können bei sehr empfindlichen Menschen Allergien auslösen. Jetzt kann es ja nur dadurch passieren, dass die Farbe aufs Eiweiß quasi gelangt. Und das passiert dann, wenn die Eischalen nicht ganz intakt sind, wenn die schon irgendwie angeknackst sind, dann geht die Farbe natürlich durch und sieht man ja dann oft, dass die gekochten Eier rosarot sind oder himmelblau oder grün gefärbt. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass da Farbe übergegangen ist. Und wenn jemand sehr empfindlich reagiert, dann kann es auch mit einer Allergie zusammen, also kann dann auch passieren. Ja, also beim Ausblasen von Eiern ist die Salmonellengefahr schon nicht ohne. Das muss man schon sagen, dass auf der Oberfläche des Eies, auf der Schale, können Salmonellen sein und wir können die beim Ausblasen natürlich mit aufnehmen. Soll man so Naja, sagen, ja. bitte. Also die Salmonellengefahr ist nicht ganz ohne. Das stimmt wirklich, dass die Eier mit Salmonellen, gerade die Schalen, belastet sein können. Am besten kann man sich mit dem Strohhalm behelfen, ein Loch hineinstechen und dann den dünnen Strohhalm durch und pusten. Aber davor muss Eiweiß und Eigelb am besten verrührt sein. Das kann man auch ganz leicht, indem man hineinsticht und es ein bisschen durchrührt. Dann geht die Masse auch leichter durch.
im Vergleich dazu, wenn das Eigelb noch kompakt in seiner Haut quasi steckt, dann ist es ein Kraftakt, das wirklich durchzupusten. Wer selber färbt, sollte auf jeden Fall weiße Eier verwenden, weil die braunen sind ja schon quasi von der Natur aus gefärbt und da halten dann diese pastelligen Farben auch nicht so gut. Die kommen nicht so gut zur Geltung. Das geht am besten mit weißschaligen Eiern.